Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 406 Euro. 406 Euro, so niedrig ist die Ausbildungsvergütung für angehende Friseure im ersten Lehrjahr. Und wir Grüne finden, das ist beschämend wenig. Aber auch in anderen Berufen, wie zum Beispiel bei Schornsteinfegerinnen oder auch bei Fleischereibetrieb, müssen Auszubildende mit einer erbärmlich geringen Ausbildungsvergütung über die Runden kommen. Das ist ungerecht und ist ein Auftrag für uns als Politiker. Bei der Mindestausbildungsvergütung geht es aus unserer Perspektive um Gerechtigkeit, auch um Generationengerechtigkeit. Denn ganz egal, für welche Ausbildung Jugendliche sich entscheiden, müssen oder haben sie den Anspruch und das Recht darauf, fair vergütet zu werden. Generationengerechtigkeit bedeutet eben nicht, bei armutsfesten Renten aufzuschreien, wie es einige eifrige Jungpolitiker zum Teil tun, sondern sich ganz konkret für die Rechte von Auszubildenden einzusetzen. Wir Grüne verstehen das jedenfalls so. Denn in vielen Ausbildungsberufen fehlen Auszubildende. Das hängt oft auch mit der Attraktivität der Ausbildung zusammen. Das Durchschnittsalter der Auszubildenden steigt und die Frage, wie man die Ausbildungszeit finanziert und über die Runden kommt, ist für viele existenziell wichtig. Denn dieses Klischee von nur zu Hause bei Mutti wohnenden Azubis, das trifft schon länger nicht mehr zu und nicht alle Auszubildenden können beispielsweise über ihre Eltern mitfinanziert werden. Faire Vergütung ist eine Aufgabe der Betriebe und eine Mindestausbildungsvergütung schafft dafür einen gesetzlichen und eindeutigen Rahmen, ebenso wie es beim Mindestlohn der Fall ist. Deshalb ist es auch gut, dass die Große Koalition sich verständigt hat, eine Mindestausbildungsvergütung einzuführen auf Druck der SPD und ich glaube vor allem auf Druck der Jusos ist das geschehen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Nicht begrüßen tun wir den aktuell vorliegenden Vorschlag der CDU-Bundesbildungsministerin Karliczek. Das ist mir bewusst, Herr Stiegner, da sind wir einer Meinung. Denn mit den vorgeschlagenen 504 Euro, dem BAföG-Satz für Schülerinnen, werden nur die allerwenigsten Auszubildenden überhaupt erreicht. Und nur für die allerwenigsten Auszubildenden verändert das deren finanzielle Situation. Denn sehr, sehr viele Auszubildende liegen zwar über dem Schülerhöchstsatz, aber noch deutlich niedriger als das, was man im Durchschnitt als Ausbildungsvergütung bei sehr guten Ausbildungsplätzen bekommt. Wir können bei den Schülerhöchstsatz auch nicht davon sprechen, dass hier eine Bedarfsgerechtigkeit zum Beispiel erreicht ist. Und das ist aus unserer Sicht für uns Grüne das entscheidende Kriterium in der Frage der Höhe. Und man kann aus meiner Sicht, der Kollege Knöfler, das auch nicht mit dem Schüler-BAföG vergleichen, weil die Auszubildenden ganz konkret auch Arbeitsleistungen für ihre Unternehmen auch schon im ersten Lehrjahr erbringen. Deswegen ist aus meiner Sicht der Vergleich mit dem Schüler-BAföG einer, der nicht ganz zielführend ist. Und deswegen müssen wir bei der Mindestausbildungsvergütung deutlich über den Schülerhöchstsatz im BAföG hinaus. Wir unterstützen die Forderung der Gewerkschaftsjugenden des DGB und auch der SPD hier in Schleswig-Holstein auf Bundesebene. Wir wollen, dass die Mindestausbildungsvergütung in Höhe von 80% der durchschnittlichen Tarifvergütung eingruppiert wird oder ganz einfach formuliert, das sind wahrscheinlich 660 Euro im ersten Lehrjahr. Das ist richtig so und hat unsere Unterstützung. Für Unternehmen in Schleswig-Holstein wäre das im Übrigen gar kein Teufelszeug, weil die durchschnittliche, das kann man dem DGB-Ausbildungsreport entnehmen, die durchschnittliche Vergütung von Auszubildenden im ersten Lehrjahr in Schleswig-Holstein sind ungefähr 660 Euro. Das heißt, man kann ja nicht davon sprechen, dass die meisten Unternehmen hier überfordert werden. Und auch sonst erinnert mich sehr, sehr viel in der Debatte an die Debatte zum Mindestlohn. Herr Knöfler hat das ja hier gerade auch noch mal wiederholt. Und da lassen Sie uns doch mal gemeinsam feststellen, dass alle diese Schreckgespenster beim bundesweiten Mindestlohn überhaupt nicht eingetroffen sind. Es gab keinen massiven Verlust an Arbeitsplätzen. Es hat nicht dazu geführt, dass viele Betriebe in der Existenz bedroht worden wären. Und genauso wenig würde das eine Mindestausbildungsvergütung tun. Diese Ausbildungsvergütung bleibt richtig. Und wir müssen auf unterschiedlichen Ebenen jetzt dafür kämpfen, dass wir sie durchsetzen. Das muss die SPD auf Bundesebene tun, besser werden als der Vorschlag der Bundesbildungsministerin. Das müssen wir durch viel Überzeugungsarbeit, man hat es gerade getan, auch in unserer Koalition tun. Da haben wir eine gemeinsame Herausforderung. Und wir sollten, und auch das, und wir
sollten deshalb Ihren Antrag hier jetzt nicht einfach in der Sache abstimmen, weil dafür hätte es hier heute keine Mehrheit gegeben, sondern in den Bildungs- und Wirtschaftsausschuss überweisen und dann die Zeit nutzen, um mit den Gewerkschaftsjugenden, aber auch mit dem Handwerk, wo es Befürchtungen gibt, das will ich hier nicht verhehlen, über diesen Antrag zu sprechen, über das Anliegen zu sprechen. Dann ist es ja meistens so, dass gute Ideen manchmal etwas Zeit brauchen, bis sie eine Mehrheit davon überzeugt ist. Bin aber optimistisch, dass wir das hinbekommen werden. Vielen Dank.